Es beginnt, Baby. Wir spielen Guild Wars. Das beste MMORPG, das mich voll lang fesselt und ich immer noch zocke. Und jetzt mache ich mir einen neuen Charakter. Der kommt weg. Das war nur ein Test-Typi. Na, nicht löschen. Wie habe ich... Eni... Taru... Ta... Achso, so. Löschen. Falls ihr mich mal im Spiel antreffen wollt, hier sind die Namen meiner Charakter: Cyberfall, Bonebreaker Natrax, Bonebreaker Natrax 2X, Ghost Whisper Natrax und Antrax Z. Gut, starten wir gleich mal einen neuen Charakter. Und wir spielen Nightfall of Factions. Wir spielen Nightfall. Was machen wir uns? Wir haben zur Auswahl Krieger. Als mächtigster unter den mächtigen, tapfersten und tapfersten ist der Krieger ein Meister im Nahkampf und geübt im Tragen schwerer Rüstung. Als geschickter und ich muss schnell meine Stoppuhr starten. Okay, weiter geht's. Als geschickter und gewitzter Überlebenskünstler spezialisiert sich der Weitläufer auf Bogenschießen, Tierbeherrschung und Verbindung mit der Natur. Mönch. Als Diener der göttlichen Geister verwendet der Mönch Gebete, um die Gesundheit seiner Kameraden zu beschützen, zu erhalten und zu regenerieren. Nekromant. Als jemand, der gelernt hat, macht aus... Blutopfern und einer engen Beziehung zum Tod zu schöpfen, verwendet der Nekromant schwarze Magie, um Flüche auszusprechen und unter den tote Diener zu schaffen. Der Mesmer. Der Mesmer ist der Meister von Illusion, Verschleierung und Kontrolle und Unterwanderung, die Fähigkeiten anderer Schaden zu verursachen. Er manipuliert ihre Wahrnehmung, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Elementarmagier. Als Magier des Arkanenwissens und der magischen Talente gebietet der Elementarmagier über die Macht von Feuer, Erde, Luft und Wasser, um seine Feinde zu vernichten. Yeah. Mit der Paragon. Diese zwei Klassen hier, der Epischen Paragon, gibt's nur in Nightfall. Bei Factions gibt's Assassine und Ritualist. Aber wir spielen Nightfall, also können wir diese nicht spielen. Außer wir gehen von Nightfall aus nach Factions rüber. Ist egal. Mit gebieterischer Stimme und Charisma schart der Paragon die Tapfern mit Hilfe von Inspiration, Motivation und seinen Führungseigenschaft um sich. Der Segen der Götter stärkt diese heiligen Krieger, die Vorzüge mannigfacher Verzauberung ernten. Mit seiner scharfen Zähne kann der Derwisch ein Wirbelwind der Zerstörung entfesseln. Und wir spielen eine Klasse, die ich noch nie gespielt habe, den Elementarmagier. Okay, Mann oder Frau? Frau. Frisur. Ah nein, ich bin doch Factions. Factions besser. Factions Elementarmagier. Weiblich, du siehst scheiße aus, darum nehmen wir dich, damit du nicht mehr scheiße aussiehst. Ja, Haarfarbe blond. Oh yeah. Ja, die Farbe passt schon. Und jetzt die größeren Stellen. Frauen sind klein, also machen wir sie ganz klein. Okay, Name. Wie nennen wir dich? Okay. Aesop. Ja, wie habe ich den Namen jetzt ausgesucht? Einen einfachen Trick, um coole Dings, Rollenspielnamen auszusuchen. Man nimmt als erstes einen
Man nimmt einen Buchstaben aus diesen Buchstaben. A, I, I, U, U. Umlaute, glaube ich. Ja, Umlaute. Dann nimmt man einen zufälligen Buchstaben. Dann nimmt man wieder einen Umlaut. Dann nicht, oder? Umlaut? Ich weiß es nicht. Dann nimmt man wieder einen zufälligen Buchstaben. Dann nimmt man wieder einen Umlaut. Zufälliger Buchstabe, Umlaut. Zufälliger Buchstabe. Und dann kommt Aesop Irak raus. Yeah. Und wir sind gleich im Klosteraussichtspunkt. Ja, allein schneller. 100%, du bist schon fertig. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo. Na egal, warten wir eben. Pech. Ich werde dann versuchen, das hier rauszuschneiden. Ich höre doch schon Ingame-Geräusche. Oh, fick dich, Fabs, du machst alles langsamer. Dann werde ich hier schnell die Aufnahme. Und wir sind wieder da. Mein Spiel hat sich wirklich raufgegangen. Was für eine Scheiße. Insel Shingia. 200 Jahre sind vergangen, seit der Jade mir das Gesicht von Kanta neu gestaltet hat. Doch das Reich des Drachen braucht nach wie vor Helden. Seit Jahrzehnten kommen junge Kantaner zum Kloster von Shingia, um Schüler des größten Helden von Kanto zu werden. Meister Togo. Dem als Meister Togo bekannten Ritualisten. Bey, du hast schon wieder aufgehängt. Ich. Dann weiß ich nicht, was ich mit dir mache. Alter, was ist das? Immer wenn ein Ladebildschirm kommt, muss ich meine Aufnahmen beenden, oder was? Fick dich doch.